Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit MetaMark auf der frischen Karte. Ja, es geht weiter heute am Dienstag. Ist heute Dienstag? Ne, heute ist Mittwoch, mein Gott. Habe ich da gestern noch gesagt, sagt mir das da einfach. Heute ist... Mein Gott, heute ist Mittwoch. Genau. Neue Schönfüger Bergfest. Mein Gott, die war schon so gut wieder rum. Das ist doch praktisch. Weiß nicht, der Kurs, ob der Müll ist, ob wir den nochmal neu einfahren, ob ich das Wasser manuell jetzt dahin fahren lasse. Ich weiß es noch nicht. Die Hackschlitze, das scheint gut zu funktionieren. Ah, der ist ja da auch. Das ist ja praktisch. Also mit dem Hackschlitze, das scheint zu funktionieren. Der ist jetzt gerade die erste Tour gefahren, aber ich will jetzt mal nicht zu viel loben. Wir lassen den Johnny jetzt erstmal fahren, bis voll ist. Weil die Teststofffabrik, da brauchen wir eigentlich genug von. €1.350 gekostet. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt einfach 2-3 Fässer selber Wasser, weil ich glaube, sonst muss mir das Spektakel da nochmal angucken. Irgendwie mal tut's halt nicht. Das ist komisch, würde ich sagen. Hier steht auch noch das Dings, das Schneidwerk. Ne, wie nennt man es denn? Komm, helfen wir mal kurz auf die Sprünge. Nicht Schneidwerk sagen wir. Das steht auch noch, das müssen wir auch noch wegräumen, aber alles zu seiner Zeit. So. Dann würde ich vorschlagen, klauen wir uns jetzt gleich eben kurz den Case. Der ist da ja eigentlich gerade über, wenn wir die Wiesen eh nicht machen können. Dann fährt er jetzt gleich erstmal auf die Dingsflächen weiter. So, hier können wir jetzt noch wieder Klamotten unterbringen. Setzen wir den Case nämlich jetzt wieder dran ans Düngen. Da kommt der Johnny. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, hier hinter ist es 50%. Den dann jetzt anmachen. Müsste eigentlich doch jetzt gedüngt haben. Hinter müsste da. Jetzt klappt das. Das ist schon mal gut zu wissen. Haben wir nicht mehr Düngerstreuer als nur einen? Was ist das denn? Wiese 21. Düngen. An der ersten Position. Abfahrer einschalten. Macht er jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Ist ja schon cool. Jetzt stellen wir uns einfach hier vorne hin. Jetzt hier vorbeifährt. Läuft das? Na, da müssen wir mal kurz einmal reintappen. Und das ist jetzt nicht das Dach da mal einmal. Würde ich vorschlagen, geben wir dem Fendt jetzt einfach den Düngerstreuer dahinter, ganz ehrlich. Das war übermotorisiert hoch 5, aber ganz ehrlich, ist auch komplett egal. Und dann geht der nämlich jetzt hinten auf Feld 19, ist auch so gut wie voll. Dann machen wir dann den Schluck rein, der fehlt, ich sehe nichts. So, ich hatte Donnerstag letzte Woche, hatte ich meinen allerersten Berufsschultag. Mit Mundschutz. Ich bin ja mal der Meinung, ich glaube kaum, dass das lange hält mit dem Mundschutz. Vor allem auch die Corona-Zahlen steigen. Ich gehe, meine Meinung, ich gehe wirklich davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauert und wir gehen wieder in den Lockdown. Weil Deutschland ist ja so ein Land, ach komm, scheißegal wie schlimm es ist, gerade einfach mit in den Urlaub fahren, egal in welche Länder. Anstatt, dass die einfach mit ihrem dicken Hintern einfach zu Hause bleiben und wieder in der Corona. Hätten wir bis Ende des Jahres einfach gesagt, ne, ihr fliegt alle nicht und dann rutscht wir alle in den Puckel runter. Dann hätten wir einfach sagen können, ja, ihr fliegt alle nicht, wir bleiben alle, machen Urlaub in Deutschland. Wir bleiben einfach mal zu Hause, ein Jahr lang. Und dann kriegen wir Corona zusammen, ich bin auch so dumm, kriegen wir einfach das Land wirklich,
kriegen wir Corona so in den Griff, dass wir danach, nächstes Jahr, wieder ganz normal weitermachen können. Corona wird uns länger beschäftigen. Und wenn wir dann immer so sagen, oh, wir haben Corona gerade weg und dann fängt es irgendwo wieder an, dann können wir das auf Dauer auch einfach sonst wohin tun. Verstehe ich nicht. Das ist so, dass sie nicht einfach sagen, ne, fliege ich dieses Jahr, gibt keinen Urlaub für Deutschland, ganz ehrlich. Habe ich nicht in einem Kurs Kalken, Häckseln? Also das verstehe ich, das finde ich einfach mit unserem dicken Hintern einfach zu Hause bleiben. Das ist so das, wo ich denke, ja, mein Gott. Wir könnten das Problem viel schneller in den Griff kriegen, wenn wir einfach nicht immer komplett durch Deutschland, also wenn wir nicht komplett durchs Land reisen wollen, wenn wir nicht andauernd wieder irgendwo irgendwelche Touris, wenn irgendwelche Deutschen wieder irgendwo hier von A nach B fliegen, weil sie Auslandsjahr, was weiß der Geier denn, weil sie wieder unbedingt in Malle hier rumsaufen wollen und ohne Maske auf. Das verstehe ich nicht. Das ist, für mich ist das einfach so eine Sache, die Leute denken nicht weiter. Die Leute denken nur bis morgen und nicht bis nächstes Jahr so etwa. Das ist das Problem, was ich total nicht verstehe. Anstatt dass sie nicht einfach sagen, komm, wir bleiben einfach mit unserem dicken Hintern dieses Jahr einfach zu Hause in Deutschland. Und genießen im Endeffekt Deutschland, bleiben einfach mal einfach zu Hause. Und weiß ich nicht, das ist halt so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Die Leute schneiden es halt einfach nicht, denn wenn wir das jetzt immer so weiterführen, immer in diesem Intervall, dann können wir nie, dann haben wir immer Corona, ganz ehrlich. Wir müssen das in den Griff kriegen und das dauert auf jeden Fall noch Jahre. Erste Prognosen sagen ja bis 24, das könnte es dauern, bis wir das in den Griff bekommen, also bis 20, also noch sind wir 4 Jahre weiter. Also das ist echt so eine Sache, ich denke, ich habe damit grundsätzlich nicht so die Probleme, wenn ich ganz ehrlich bin, aber dass teilweise Leute einfach nicht weiterdenken, dass auch dass auch hier Deutschland nicht sagt, nur ihr verreist nicht, fertig, was Ende denn. Auch wenn die nur einen Corona-Fall haben, einer aus zwei, aber aus einer werden zwei, aus zwei werden 4, aus 4 werden 8, aus 8 werden 16. Das explodiert und dann hast du einen Abend, wo du zum Beispiel, wo eine Person einfach mal saufen geht. Auf Malle. Nehmen wir jetzt einfach mal Malle als Beispiel, da steigen die Corona-Zahlen auf. Wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass wir da halt dann bist du halt auf einer Party, dann stehen da 100 Leute zusammen, die feiern, dann haben diese 100 Leute, haben davon vielleicht 50 Corona, die gehen dann am nächsten Abend in eine andere Kneipe und dann geht das so weiter und dann macht einer aus einer wieder 50 und dann hast du halt, ist hier auch vom Mal zu geworden. Da will ich mich auch nicht drum kümmern, also weiß ich nicht. Für mich ist da halt einfach Ende, statt dass wir nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, nö. Hashtag Urlaub in Deutschland oder irgendwie schon, das weiß ich ja nicht. Bin ich schon wieder Gras reingefüllt? Nein, ich nicht. Hier muss aber Heu rein, oder? Oder ist dazu das halt, wie gesagt, meine Meinung? Wenn ihr das anders vertritt, dann dürft ihr das natürlich gerne, aber das ist so meine Meinung dazu. Aber Deutschland kann halt einfach nicht Corona. Ich mache jetzt alle Folgen fertig für diese Woche. Aber mit den aktuellen Temperaturen, ich weiß nicht, wie die nächsten 2 Tage wird. Ach Mann, Fliege, was ist denn los heute? Ist halt aber wieder anstrengend. Wo ist denn mein Johnny? Mein Johnny steht schon wieder da. Können wir da mal ganz kurz reintappeln? Guck mal, da muss ich nur einmal reintappen und das läuft. Das ist praktisch eigentlich. Damit kann ich leben, wenn das so laufen würde. Wäre das top. Oder ist das top?
gleich den MAN wiederholen, Wasser fahren. Weil dann haben wir mit der Teststofffabrik auch die nächsten paar Tage ein bisschen Ruhe mit. Wie viel Gras gehen denn hier wohl noch rein? Nach dem Anhänger gar nicht mehr so viel, glaube ich. Ne, nach dem Anhänger gar nichts mehr. Wir können noch einen Anhänger Silage da reinhauen, ist aber auch gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Silage da drin ist. Aber ich glaube genug. Dings müssen wir gleich mal wieder reinfahren. Vielleicht sogar reinfahren lassen. Da tut es auch mit Düngen. Ja. Tut's auch. Fahren wir derzeit. Mein Gott, die Fliegen ist halt aber auch anstrengend. Fahren wir derzeit noch ein bisschen Wasser und versorgen wir diese Woche einfach noch ein bisschen, dass wir wirklich alle Produktionen wieder run town haben, dass ich hoffe, dass wir vielleicht noch in den Folgen bzw. spätestens nach den Folgen anfangen können zu spulen. Der Johnny müsste mir auch gleich entgegenkommen, davon ist aber schon. Die Anschaffung des LKWs war top, des Aufliegers. Wir haben zwar genug Kapazitäten jetzt, aber ich glaube auf Dauer, ich pendiere ja auch noch beim Überladewagen, ganz ehrlich, da tendiere ich echt drauf. Das könnte, glaube ich, ganz cool werden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben jetzt nicht so die Flächen dafür, wo ich sage, da brauchen wir unbedingt einen Überlader. Unbedingt. Fände ich zwar mit Überladewagen mega geil zu fahren, aber bin ich mir noch nicht. Weiß gar nicht, ob ich einen Überladewagen. LS Standard Überladewagen dabei. Puma hat durchdrehende Reifen. Mal gucken, jetzt erst den beim Puma rein. Das ist immer das Gleiche. Müssen wir nämlich hier mal gucken. Brotbeschaffenheit. Weg. Dann irgendwo hier hoch gehe ich da raus. Jetzt muss ich mal eben kurz mir die Kurse anzeigen lassen. Sille. Muss ich hier hoch? Doch, hier könnte das klappen. Ich hoffe, dass ich hier hoch muss. Macht der schon. Der ist hier auch wieder fertig. Das läuft auch. Irgendwo haben wir doch genau hier unseren. Der hat auch schon 14 Stunden gefahren, das ist auch schon nicht schlecht. Strom muss hier vor allen Dingen noch rein. Ja. Haben wir Strom noch? Meine ich, ist da genug? Ja, ist da genug. Wie sieht denn der Preis von Mischrationchen aus? 1,9 an der Reifeisen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da nicht sagen, wir fahren da mal eben ein bisschen was hin. Ein bisschen haben wir, aber dann hätte ich ganz gerne den Johnny mit der dicken Mulde. Aber der ist ja erstmal noch nicht frei. Ich weiß auch gar nicht, ob der alles in Hackschnitz da jetzt einfach reinfahren kann, und dann ist gut. Könnten gleich mal gucken, wie viel da schon drin ist. Der kommt gerade wieder, das scheint auch zu funktionieren. Das sieht auch gut aus, der ist auch wieder voll. Fahren wir da im Tinder, gucken wir im Dorfanzeige. Guti! Guck gerade auf die Uhr, wir sind schon so gut wie wieder fertig durch heute. Das läuft ja wie ein Länderspiel heute, muss ich ja sagen. Guck mal, der John ist, der Fett ist auch schon wieder fertig. Sodass wir den gleich zurückziehen können. Wenn wir dann damit soweit sind, alle Wiesen fertig haben. Spritzen müssen wir noch gucken, wie wir das machen, wann wir das können. Da müssen wir dann auch noch mal gucken, dass wir das irgendwie unterkriegen.
Aber ich denke dazu. Morgen mehr. Was machen wir morgen? Ich denke mal noch ein paar Anhänger Hackschnitzel fahren. Mischration denke ich mal wegbringen. Ich hoffe, dass wir dazu dann den Johnny dann überhaben bis dahin. Wenn nicht, machen wir das übermorgen. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir den morgen schon überhaben, dass hier gleich so gut wie voll ist. Dass wir uns da nicht mit belasten müssen. Eigentlich. Weil ich hätte ja doch ganz. Da ist Leitplanke. Ich hätte zumindest. Da ist Leitplanke, sag ich doch. Ich hätte zumindest ganz gerne, dass der schon mal fertig ist. Dass wir mit der Zellstofffabrik, dass da vielleicht nur noch Wasser reinkommen. Also Wasser rein muss. Weil andere Sachen. Ja. Kümmern wir uns morgen. Ich bedanke mich zumindest erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen nach Frischemasch. Bis dann, danke. Tschüss.